Ich bin so aufgeregt. Ich bin außer Puste vom Tisch zusammenbauen. Ich glaub's ja nicht. Ich schwitze da vorne. Das geht immer nur in einen riesen Step. Ja, genau. Nein. Oh mein Gott. Gibt alles so gar keinen Sinn irgendwie. Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seht heute mal aus einer anderen Perspektive im Studio, denn dieses Studio wird mal wieder umgebaut. Es geht weiter mit einer weiteren Folge. Ihr wisst Bescheid, Kellerumbau ist wieder am Start. Also beziehungsweise hier wird dann die neue Ecke für Reactions, die hier auf den YouTube-Kanal und IGTV auf Instagram kommen. Denn ich werde beide Kanäle gleich bespielen. Somit sage ich ab jetzt immer, lasst doch ein Herz da. Auf jeden Fall seht ihr, hinten ist das Studio aus einer anderen Perspektive. Das erste Problem, was wir haben, ist hier eine Powerdance-Stange von der Lisa. Dann muss ich mal schauen, ob wir die wegkriegen, ob ich das schaffe. Schraube ich da gerade was raus? Ach Leute, ich habe gar keine Ahnung, wie die weggeht. Kriegt man so ein Teil weg? Wieder. Irgendwo war das noch mit den Festschrauben und Lockerschrauben oder sowas. Oder bilde ich mir das nur ein? Oh Mann! Okay, hier sind nochmal andere Schrauben. Oh nein. Jo Leute, Powerdance-Stange bleibt stehen. Das wird nichts. Wir wechseln die Perspektive und versuchen uns an diesen wunderschönen Tisch. Guck mal, wie der so ist. Der sieht ziemlich geil aus. Und ich als Handwerker, ihr wisst Bescheid. Alrighty, dann haben wir hier das wunderschöne Teil. Und ich pack den mal aus, ne? Puh, das Ding ist ganz schön schwer, wirklich. Ich habe halt auch echt überhaupt keine Ahnung von irgendwie aufbauen oder so. Was ist denn das für eine Verpackung, Alter? Oh, oh my God, hier sind die ganzen Teile drin. Irgendwie. Okay, hier sind noch mehr Sachen und Kabel. Boah. Ich bin der Meinung, ich habe schon so ein paar IKEA-Möbel aufgebaut, das kriegen wir hin. Ich bin auch echt doof, dass ich hier den Teppich habe, da sieht man das nicht ganz schlecht drauf. Somit kommt auch dieser schöne Teppich mal kurz weg. Ah! Schritt Nummer 1, wir schrauben diese Teile da ran. Ah! Ah! Alrighty, steht. Nächstes Teil, D, das sind diese hier. Mit den Löchern zur Innenseite. Es gibt keine Löcher, ist das das richtige Teil? Zwei Löcher, doch. Oh, 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 falsch rum. Ich sehe schon, jetzt habe ich noch was gefunden. Hä? Manchmal guckt man sich die Sachen an und es ergibt trotzdem keinen Sinn. Egal wie rum ich schiebe, es ist immer verkehrt. Seid ihr da auch so begeisterte Handwerker, wenn es um sowas geht? Also ich freue mich immer, wenn ich so neue Technik habe, die ich dann ausprobieren kann. Da habe ich immer so richtig Hype. Wir haben gerade 2 Steps, ungefähr 8 Minuten gebraucht. 75, 80 oder 85 cm kann man ihn hochmachen. Da würde ich mir ja natürlich das Größte wünschen. Aber ich hoffe, das kann man im Nachhinein auch noch machen. Ich bin so aufgeregt. Ja, ich weiß, dass du kuscheln willst. Geh weg. Alter, das ist laut. Ich bin außer Puste vom Tisch zusammenbauen. Ich glaub's ja nicht. Ich schwitze. Da vorne, da perlt schon was runter. Ich baue einen Tisch zusammen, Leute. Alter. Echt jetzt. Das geht immer nur in einen riesen Step. So, jetzt aber los. Nein. Ich wünschte, ich wäre noch kleiner. Dann müsste ich hier nicht die ganze Zeit so eine Scheiße machen. Es hält aber nicht da, wo es halten soll. Ja, genau. Nein. Nein. Nicht so weit. Hör doch mal auf. Aber es sitzt auch so fest. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stell rein damit. Einfach die Wampe drüber hängen lassen. Spaß. Aufbauen. F und G. Also F und G müssen wir jetzt noch verbinden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. F und G. Verbinden
zu einem kleinen Teil. Gibt alles so gar keinen Sinn irgendwie. Ja, es macht alles Sinn auf einmal. Seht ihr das? Da kommt das rein. Das ist so ein Teil und da sind hier ein paar Löcher. So ein Teil, da sind auch ein paar Löcher. Dann gibt es so ein Mittelteil, das legt man da rein und dann passt das. Und dann tut man da seine ganzen Schrauben rein und schraubt die fest. Let's go! Läuft, ist drin. So, jetzt brauchen wir eigentlich... Im Bus? Bleib stehen. Bro, bleib stehen. Also an dieser Stelle ist natürlich cooler, wenn man zu zweit ist. Das ist einfach so. Hallo. So, ich glaube, wenn jetzt das eine steht und die beiden Beine aneinander stehen so, dann ist das jetzt schon mal safe. Mann, das wird so cool. Okay, weiter geht's. Yes, baby. Und jetzt kommt es hier unten ran, oder was? Ja. Für die Kabels wahrscheinlich. Gegen den Kabelsalatomaten. Kabelsalatomaten. Ten Salatomaten, 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 Salato. Maten Salatomaten, Salato. Maten Salatomaten. Salatomaten, 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 Salatoma. Ten Salatomaten, Salatoma. Tomatensalat! Mann! Yes, baby! Woo! Ich bin krass. Ich bin fast so krass wie ein Tätowierer, denn in meiner Hose hab ich nen Achtkant-Schraubenzieher. Es geht nicht rein. Warum geht's nicht rein? Ich wurde doch die falschen genommen. Nee, das soll die aus der 1 sein. Das ist ein ganz schöner Krampf hier, ey. Ist es irgendwie zu weit auseinander? Wo ist denn dein Problem? Sag's mir mal, Junge. Was ist dein Scheißproblem? Leute, ich bin für mich voll zensiert. Ey, wenn ich den wieder zurückgeben muss, ich hole mir einen Anhänger, Mann. Ich schraube das Teil nicht nochmal auseinander. Es geht zwar total easy, aber ich bin halt auch so schlecht einfach darin. Ich bin einfach nur schlecht in Sachen aufbauen. Ah! Hier fliegt der Helikopter vorbei. Ich glaube, die suchen mich, weil ich so rumgeschrieben habe. Alter, ist das laut. Die sind richtig tief geflogen.
durch die zu viele Filme habe ich richtig schlechtes Gefühl, wenn so Helikopter vorbeifliegen jedes Mal. Ich weiß nicht, warum man so das so negativ assoziiert. Helikopter. Ja, ich glaube, ich hab's. Uff, ey, hoffentlich habe ich das nicht falsch rum angeschraubt. Ich habe jetzt 10 Mal geguckt. Okay, Leute, buh, jetzt wird's schon spannend. Jetzt kommt nämlich schon die erste Platte hier oben drauf. Oh Mann, das wird spannend. Was nehmen wir dafür? Schrauben aus der Viererpackung wieder. Okay. 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 Thumbnails sind auch am Start, würde ich sagen. Okay. Ach, da sind Schraubteile. Jetzt machen wir mal so richtig. Ich fühle mich wie ein Kraftzender, Leute. Gleich haut mir die erste Schraube einen Zahn raus. Eins. Au! Alter! Von die Nuts fast. Dann ist das ziemlich selbsterklärend, dass das eigentlich so rumgehört. Nein. So, also ich finde, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Das war nicht beabsichtigt. Links. Da steht sogar drauf auf den Dingern links und rechts. Man kann es eigentlich gar nicht verkacken. Leute, das sieht schon echt gut aus. Wir wechseln mal die Kameraperspektive und ich einen Akku. Yes, baby! Er leuchtet! Er leuchtet anders! Und die Stunde der Wahrheit. Er läuft. Er läuft richtig geil, er sieht richtig geil aus. Du hast hier vorne ein USB-C, du hast die Beleuchtung hier an der Seite, du kannst sie durchscrollen lassen, du kannst sie noch ins Control reinschicken. Du kannst auch andere Farben einstellen. Und ich muss sagen, richtig geiles Teil. Richtig geil. Und oh, Hammer! Ja, damit werde ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit Spaß haben. Danke, dass ihr beim Aufbau zugeguckt habt. Ja, als nächstes habe ich da was für euch. Ich tease euch das schon mal an. Der Grund, warum hier ein Tisch hin muss, da ist noch ein neuer Rechner im Petto. Der wird nicht angeschlossen. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn oben hinstelle, unten hinstelle, wie auch immer. Und dann ist bald auch schon mit den anderen Equipment, was ich gerade am Start habe, die Streaming-Ecke da. Und wir können loslegen mit Reactions, auf was ihr wollt. Merkt euch schon mal die Videos, die ich für euch anschauen soll. Lasst gerne ein Herzchen da. Ihr wisst Bescheid. Kommentiert gern. Und ja, das war's vom Handwerker King Baumi. Danke, dass ich diesen Tisch auf jeden Fall mal testen darf und darauf mal den neuen Pretator, den mir auch jetzt Mediamarkt erstmal zukommen lassen hat. Und ja, ich bin ganz gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sayonara! Ciao!